Hallo liebe Lego-Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Part Lego Dimensions. So, wir haben uns hier in der letzten Folge unseren neuen Freund zusammengebaut. Und wir waren ja in der Welt von Zurück in der Zukunft von dem Film. Haben Doc Brown getroffen, Marty McFly ist da auch durch die Gegend geflogen. Und ja, jetzt müssen wir Elementar- oder Grundelemente finden. Und unser kleiner Freund hat dafür hier einen Tunnel geöffnet und ja, mal gucken, wo das Ganze uns hinführt. Gehen wir mal rein. Ui, wo ist das denn? Das sieht nicht nach einer Bäckerei aus. Eben waren wir in der Vergangenheit. Vielleicht ist das die Bäckerei der Zukunft? Bist du das? Hä? Wie bist du aus deiner... Nein. Du bist nicht sie, nur ein weiterer ungebetener Gast. Oh, werte Dame, seid ihr die Inhaberin dieses Etablissements? Wir wollen einen Kuchen kaufen. Kuchen? Warum wollen immer alle den Kuchen? Sie haben also einen Kuchen. Wir können zahlen. Ja, ja, ihr werdet zahlen. Doch erst ein Test. Willkommen im computergestützten Enrichment Center von Aperture Science. Dieser Ort ist anders als alle anderen Orte, die ich kenne. Als ob er nur... Testsubjekte, die nicht verdampft werden möchten, sollten die Wärmeleitstrahlen meiden. Okay, also da oben links seht ihr, läuft eine Sekundenzeit. Hier steht 01, wahrscheinlich für Level 1. Okay, hier können wir nicht rein. Oh. Ich kriege das schon raus. Oh, Wildstyle brauchen wir. Ja, ja, Batman. Wir brauchen jetzt nicht Batman, sondern wir brauchen Wildstyle. Ich zeig euch mal, wie man's macht. Genau. So, sehr gut. Also das heißt, einmal mit dem Auto da rein. Und los. Oh, cool. So funktioniert das aber nicht. Wie? Hat doch geklappt. Hat doch geklappt, du blöde Computerstimme. Hat doch funktioniert. So, was machen wir denn hier? Alles klar, wir bauen uns nämlich unsere eigenen Portale. Haha. Okay, einmal gehen wir mal mit Batman einfach mal da oben rein. Nicht autorisiertes Portal entdeckt. Bis die Ursache gefunden wird, bitte den Aperture Science Schalter betätigen. Ja, ja. Mach du mal. Wir machen unsere eigenen Portale hier und... Was können wir denn hier tun? Außer alles Schrott zu machen. Können wir hier irgendwas bauen? Nee. Dann machen wir erstmal hier noch den Rest kaputt. Und betätigen mal den... Logikfehler entdeckt. Bitte begib dich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Okay. So, dann wechseln wir mal den Charakter auf Wildstyle. Und jetzt müssen wir das Signal weiterleiten. Das heißt, wir müssen da oben hin. Gucken wir mal, wo das hier hinführt. Ah. Das war jetzt natürlich sehr clever. Also müssen wir hier zum Gelben mal. Logikfehler entdeckt. Das Testsubjekt hätte es nicht schaffen sollen, dieses Gebiet ohne Hilfe des mobilen Portalgeräts von Aperture Science zu erreichen. Bitte versuche, den gewichteten Speicherkubus auf dem 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions-Superknopf von Aperture Science zu platzieren. Ja, ja, nichts leichter als das, ne? Dann, das muss doch der Gandalf können. Aber wartet, den müssen wir mal kurz... hierhin teleportieren. So, guck mal, wie leicht das geht. Zack, auf... Logikfehler entdeckt. Das Testsubjekt hätte es nicht schaffen sollen, den gewichteten Speicherkubus zu bewegen. Tja, aber wir können's. Wir können's. Wir sind halt super, duper, mega stark. So, nehmen wir noch dein Geld mit.
liebe Computerstimme. Und auf geht's, Level 2. 3 Minuten 27. Kommen wir hier durch? Einen Ishtari kann man nicht austricksen. Einen was? Oh oh. Du schlägst dich sehr gut. Damit will ich andeuten, dass ich denke, du hast beim letzten Test geschummelt. Schummeln ist okay. Schlecht. Wer schummelt, der verliert. Seine Freiheit zum Beispiel, seinen Verstand oder ein paar Zähne. Ich werde dein Verhalten künftig genauer beobachten. Aber nun weiter zum nächsten Test. Okay, also unsere Zähne wollen wir nicht verlieren. Deswegen räumen wir hier mal so ein bisschen auf, ne? Oh, Batman. Batman ist wieder dran. Ich persönlich finde den ja so von den Hauptcharakteren den coolsten Charakter. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal schreiben, welchen ihr so am besten findet. So, das hätten wir dann. Aha, eine Farbplattform. So, warte mal, hier müssen wir Wildstyle haben. Und die muss hier. Und dann wiederum zu Batman. Na komm. Achso, ich muss da drauf schießen, ne? Da haben wir den nächsten. Ah, okay. Wildstyle muss hier hoch. Moment. So. Nur sie kann nämlich hier hochklettern. So, jetzt räumen wir mal ein bisschen hier oben auf. Erstmal alles schön zerdeppern. Wie sich das gehört. Na komm schon. So. Guck mal, die Kameras, die beobachten uns die ganze Zeit. Wieder ein Sammelobjekt eingesammelt. So, was müssen wir denn hier oben machen? Also durch die Tür kommen wir nicht. Hier oben ist doch sonst nichts. Hm. Also waren einfach nur irgendwelche Punkte, die wir gekriegt haben. Also einfach nur Geld. Und dann halt einmal mit dem Batmobil. Oh, oh, oh. Okay. Ja, oh nein. Ah, die kann man auch alle kaputt machen. Okay. Genau, das war eine schlechte Idee. Aber ich will das Geländer kaputt machen. Oh, ich kann ja auch schießen, stimmt. Total vergessen. So, jetzt packen wir mal hier. Ach, komm schon. Ja, die Steuerung von den Fahrzeugen ist ein bisschen... So, Vollgas. Oh. Das war die letzte Farbe, okay. So, dann müssen wir das ganze Teil jetzt mal aktivieren. Okay, warum schwebten die jetzt so rum? Ach, ich kann jetzt auswählen, was wir machen sollen. Wir machen jetzt das Farbding. Und müssen das Muster dann nachbauen. Also unten links machen wir jetzt mal blau hin. Mit dem lieben dann einmal rot. Mit dem und was brauchen wir da oben? Ach Quatsch, rot war da gar nicht. Wartet mal. Einen Fehler gemacht. Rot ist da oben.
Und dann brauchen wir grün. Das heißt, blau ist Wilds Teil. Das heißt, wir machen das hier mal einmal gelb und grün. Fertig. Seh nur, wie wir zusammen wissenschaftliche Entdeckungen machen. Bitte benutze die Katapultplattform, um fortzufahren. Aber Vorsicht, es könnte sein, dass du das zugelassene Maximalgewicht überschreitest. Uiuiui, das sieht lustig aus, was wir da vorhaben. Alles klar. Okay, das hat nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen warten, bis oben das Feuer aus ist, ja? Wie kriegen wir denn das Feuer aus? Müssen wir dafür, dazu noch irgendwas machen hier? Wir müssen noch irgendetwas suchen. Ach nee, Quatsch. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gewesen. Warte, wir können ja einmal... Nee, das war kein Wasser. Ach, das ist Wind. Schade, das geht gar nicht. Das bringt nichts. Dann jetzt nur hier... Was könnten wir denn mit den Fähigkeiten jetzt noch hier benutzen? Ach, jetzt. Leute, sagt das doch. Wir können natürlich selber ein Feuerball werden. Manchmal sind die Sachen so leicht und man kommt einfach nicht drauf, oder? So. Glückwunsch. Ich habe immer an dich und an deine Fähigkeit geglaubt, genau das zu tun, was du getan hast. Diese gute Dame hat eine ziemlich positive Einstellung, finde ich. Ja, nächstes Katapult mit Strom. Und das nächste, ja, das nächste werden wir dann einfach mit Wind machen, oder? Perfekt. So, was? Ah, das war jetzt mal richtig intelligent. Wir sind wieder zurückgehüpft. Ach, okay, Mist. Dann machen wir das einmal im Schnelldurchlauf wieder zurück. So. Also nicht auf das Katapult treten. Keine gute Idee, sondern einmal kurz Energie aufladen für die beiden Teile hier. Das. Und das da. Eine Aufgabe für einen Zauberer. So, ich lade das nochmal auf. Was macht das? Irgendwas muss da anscheinend rein. Ah, warte mal, da vorne ist ein Hebel. So. Aha, das ist ein Spiel. Da oben kommt jetzt ein Ball raus. Das heißt, wir müssen einmal die Seite hier aufladen. Ah. Okay. Das war blöd jetzt. Vorher hätte ich den linken aufladen müssen. Damit wir diese Barriere machen. So, und dann hier nochmal. Und dann das hier. So, jetzt müsste der Ball eigentlich durchgehen. Ja. Gut gemacht. Jedoch sieht es ganz so aus, als würdest du für die Tests Fähigkeiten benutzen, die nicht in meiner Datenbank aufgeführt sind. Oder kurz,
du schummelst. Genau, das tun wir. Wäre ich gar nicht von alleine draufgekommen. Oh oh, wo sind wir jetzt? Level 3. Als Strafe für dein Schummeln habe ich im nächsten Test mehrere Aperture Science Geschütztürme installiert. Du hast mir leider keine andere Wahl gelassen. Es tut mir sehr leid. Diese Tests werden immer tödlicher. Ja, immer schwieriger, aber wir können jetzt hier erstmal... Ups, Moment, hier hinstellen und einmal speichern. Und fortfahren. Vielen Dank und ja, damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part Lego Dimensions und dann geht es hier mit diesen ja, Tests, die anscheinend nicht enden wollen, immer weiter. Und wir sind gespannt, wo uns das Ganze hier hinführt. Bis zum nächsten Mal, euer NoDashPro. Ciao, Leute.